What is going on? Where am I? How all of a sudden? But Alvia's a complete. Did someone knock me out when I was at the ruins? Ja, ja, du hast Why would they drag me here? And how am I supposed to go home? Ja, das frage ich mich auch. Dunkelchen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Firewatch. Liegt doch jede Menge Schrott rum. Wer ist in der Lage, sich so etwas hier in den Wald zu schleppen? Okay. Haben wir unser... Ich denke, den brauchen wir gerade nicht. Wo war das Schild mit Firewatch? Oh, hier ist ein Camping. I need to find the way home. Bei The Forest angelangt. There's a map lying there. Ich nehme mit. Aha. Hunting Tower. Burn-In. Das ist das Lokal, ne? Oh. Ach, das ist da, wo die Leiche hängt, glaube ich, ne? Old Mine. Radio Tower. Ja, und wo sind wir zu Hause? Old House. Das ist, glaube ich, unser Crystal Lake. Kein Wunder, dass es alles sehr tödlich ist dort. According to the map, the house should be nearby. I just have to make it through that cave. Ich weiß nicht. Wann genau passiert es? Ich bin aufgewacht und wusste auf einmal nur, dass meine Frau nicht meine Frau ist. Jemand hat über Nacht ihren Platz eingenommen und gibt mir nun vor, meine bessere Hälfte zu sein. Ich war entsetzt, ließ mich jedoch nichts anmerken. Ich ging in das Zimmer unseres Jungen, um ihn zu warnen, dass eine bösartige Frau so tut, als wäre sie seine Mama. Er schlief tief und fest, also weckte ich ihn. Indem ich sanft seine Schultern schüttelte, öffnete er überrascht seine Augen und dann traf es mich im Blitz. Das war nicht mein Sohn. Ich kannte dieses Kind nicht. Ich wusste nur, dass es keinesfalls mein Kind war. Angsterfüllt rannte ich zurück zum Flur. Mir war schwindelig. Also stürzte ich mich mit meinen Händen auf meinen Knien ab und versuchte, dieses Gefühl zu vertreiben. Als ich mich wieder aufraffte, blickte ich in die Augen eines Fremden. »Wer zur Hölle sind Sie?« schrie er mich an. »Was machen Sie in mein Haus?« Ich antwortete nicht. Ich war wie gelähmt. Ich hatte noch nie solche Dreistigkeit erlebt. Doch als ich versuchte, ihn im Hals zu packen, traf meine Hände nur auf eine harte, kalte Oberfläche eines Spiegels. Der bedrohlich wirkende Eindringling zersprang zugleich. Tausend Scherben, wobei er mit einer Stimme schrie, die wie meine eigene klang. Okay. Bisschen Lala im Kopf, das Ganze, ne? So. Und sowas einfach an so einem Campingplatz zu finden. Oh. Zugbrücke. Warum ist hier eine Zugbrücke? Auf jeden Fall haben wir die Kurbel dafür. Finde ich mir geil, dass man die Szene tatsächlich auch nachempfinden muss, ne? Verschaffe ihr Zugang zu der Höhle. Wer will denn schon eine Höhle? Aber ich finde die Grafik einfach so übertrieben geil, ne? Diese Waldgeschichte, ne? Das sieht auch alles sehr, sehr beklemmend aus. Ruinen. Hier sind die Ruinen, von denen wir gelesen haben. Erinnert mich gerade so ein Resident Evil 8, wobei, wo das Spiel rauskommt, gab es noch kein Resident Evil 8. Jesus fucking Christ, they're really hanging here. Someone actually did murder these people and leave their bodies here in this fucking godforsaken place where Emma and I just happened to move. Fuck, 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 fuck. Oh, den Verräter. Ist das so? Ist das wirklich so noch 1979? Ja, es gibt immer irgendwelche Hinterwäldler. Und ich will nicht wissen, was sonst wo irgendwo mitten irgendwo in irgendwelchen Wäldern, wo irgendwelche Hinterwäldler leben oder auch Dörfer, was weiß ich was, wie die mit den gewissen Leuten umgehen, die sie für Verräter halten. Das gibt es bestimmt immer noch. Denke ich mir mal. So Amerika, so die
I'd better hurry. Emma's on her own back there. Das in die Höhlen. Nachdem wir die Leichen gefunden haben, wollen wir überhaupt da rein? Oh. There's that damn place again. Und jemand macht natürlich immer Licht, ne? Warne dir einen Weg durch die Höhle. Na dann los. Natürlich fallen irgendwelche dicken Brocken von den Wänden ab. Und natürlich gibt es ein Haus in der Höhle. Ich meine, die Idee ist aber schon zu bauen. Digga. Christ, is this... Oh, fuck, fuck. What was that? What is going on? Yeah. They must have poisoned me, but how? Coffee, they must have slipped something into my coffee. Or maybe all those transmitters are some kind of emitters to mess with my mind. Das ist natürlich die leichteste Erklärung, ja? Kommen wir denn hier durch? Noch so eine Lampe denn auch? Keine Lampe. Natürlich echt bedauerlich für ihn jetzt, ne? Solche Höhen, Alter, wirklich. Das ist der Hammer. Auch wieder so, oh, wieder so seriös ausschauende Wackelbrücke. Ah, wird auch gelacht für die Helden. Wäre bestimmt nass geworden. Oh ja. Damn, they're good. Gotta give them that. They're trying to break me, but I know their Soviet tricks. I won't let them know I saw them, though. I'll play their game, but on my rules. Wie wir so durchlatschen. Hört sich so für mich an, als hätten wir Hausschuhe an. Alles klar. Den gruseligen Weg oder den etwas noch gruseligen Weg? Wir nehmen den ganz gruselig. Vielleicht sind hier wie bei Herr der Ringe diese guten Geist. Okay. In dem Lande. Zum Glück gibt es hier irgendwo eine wunderschöne Lichtquelle. Wir wissen zwar nicht, welche die ist, aber es gibt eine. Wir nennen sie Sonne. Damals stand die Sonne nicht mehr so weit weg, was? Ja, duck dich, Digga. Ich drück doch... Jetzt wieder. Das kann nicht gut ausgehen. Hoffen wir mal. Wir gehen davon aus. Wieso ist hier... Aha. Knips. Die Neugierde, ne? Intimidate me, and that's the basis of all controls. Suckers, you think you can break me like that? With an animal carcass? With a few dead bodies? Seriously? Who do you think I am? Ja, die Sache ist die, dass sie das nicht geplant haben, das hier. Das ist schon da gewesen. Schon seit vielleicht 100 Jahren oder so. Ist unser Haus schon da hinten?
Alter, wie nah denn das alles ist? Diese ganze Psycho-Scheiß so nah bei uns zu Hause. Und die konnten uns jederzeit beobachten. Da ist unser Garten. Schuppen. Früher. Bumsen, da unser wunderschönes Pavillon. Verdammte Kacke. Tatsächlich. Dann. Ah. War das mit ihnen? Mit den Seilen, mit der Leiche, die wir gefunden haben? Ja, ich glaube, ja, ne? Soll ich mal anrufen? Sagen, hier hängt eine Leiche. Und zu Hause sind wir. Der Hammer. Commies can't hide from them. They'll follow you to the end of the world, but if I tell anyone, they'll think I'm crazy, and that's what commies want. That's how they break their enemies, the dirty bastards. They think they can send a fake cop here and I'd fall for that like a rookie? No, ain't gonna be that easy with me. Digga, beruhig dich mal langsam. Hello? Amy, what's going on? Why is there a... Where have you been? Where the hell have you been? You know, I wanted to find the... Why are you crying? What's... 6 hours? What? What? You were gone for 6 hours! You went and just vanished! I didn't vanish, I just tried to remove those damn bugs. What bugs? What are you talking about? You left me all alone, and some psycho slashed our tires! Are you serious? I called the sheriff, but when we were in front of the house, that guy broke in. Into your office. What do you mean, broke in? Are you kidding me? Fuck! The telegrams. That son of a bitch took the telegrams. The sheriff noticed the broken window as soon as we went back home and... Wait a minute. Who gave you the right to let strangers in? To go through my stuff? He's a sheriff, not a stranger. Besides... Sheriff my ass. You have no idea how capable the people who want to get me are. They can impersonate anyone. Don't you realize that what I do affects millions of people? You think I'm stupid? I called for help because someone's stalking us. Besides, the guy couldn't have gone far, and the sheriff is after him. You don't have to act like such a dick. Ooh. It was me that was in danger. Me, not your nameless millions! Fuck. What a mess. Okay. Hopefully he's left some traces. I better look around. That's kind of fancy, huh? Bingo. He escaped through the window and probably moved towards the bridge. Okay, Canadian. Und das war's wieder für heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Es hat mördermäßig Spaß gemacht wieder. Und ja, bis dahin. Danke fürs Einschalten.